Freunde, heute werden wir ein neues Motorrad für Daria besorgen. Von Technik habe ich Ahnung und Verhandlungsexperte bin ich auch. Wollt ihr so einen coolen Entry-Move machen oder so? So von der Seite so. Ja, das ist cool. 3, 2, 1. Von dir ein. Hallo Daria. Guten Tag. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Hallo Lucy. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ebenfalls. Wir sind hier versammelt an einem örtlichen Fastfood-Restaurant. Aber wir werden heute nicht gemeinsam essen gehen, auch wenn ich das sehr feiern würde. Candlelight Dinner mit zwei wunderschönen Damen. Bist du eifersüchtig gerade? Ein bisschen. Oh, Frau Boss. Warum hast du Motorradhelm auf? Wir gehen uns heute ein potenzielles Motorrad für mich angucken. Und David checkt das mal so ein bisschen durch, ob das läuft, ne? Weil ich bin ja Motorrad-Experte. Ich habe wirklich richtig Ahnung. Deswegen habe ich dich gefragt. Ja, und die nehmen wir mit, weil... Ich hab's überhaupt organisiert, dass das passiert. Genau. Seelische Unterstützung, könnte man sagen. Genau. So haben wir uns heute hier gefunden. No joke. Ich muss sagen, so Klapphelme feiere ich, weil die erinnern mich immer an die verrückten Franzosen. Die fahren nämlich auch immer Klapphelm. Ich weiß nicht warum, aber das ist da so ein Trend. Das heißt, du kannst jetzt dafür sorgen, dass der Trend nach Deutschland rüberkommt. Das mache ich. So, wir fahren jetzt nach Bergisch Gladbach. Und da werden wir das Motorrad angucken. Das ist auch von einem Mädel, ne? Marile. Marile? Marile, ja. Das ist ein crazy Name. Ach, das ist auch ein bildhübsches Mädchen. Echt jetzt? Ich liebe sie. Boah, nicht, dass ich wieder schockverliebt bin. Aber ich meine, schockverliebt in das Motorrad. Ja. Der Ring ist bestellt. Ja? Das ist eigentlich, du bringst heute schon an. Nee, du musst ja erstmal Motorrad fahren, bevor ich den Ring an den Finger stecken kann, weißt du? Ich bin ja schon Motorrad gefahren. Ohne Führerschein. Auf Privatgelände bestimmt, oder? Ja. Natürlich. Natürlich. Sagen wir jetzt mal los. Ja. Warum flüstern wir eigentlich? Die Damen möchten Sie aussteigen. Ich brauche noch eine Hand. Frau Bost. Vielen Dank. Daria, wie aufgeregt bist du? Ist es wirklich am Shaken oder hast du jetzt simuliert? Wer weiß. Hallo, ich bin der David. Sehr erfreut. Daria. Frau Bost oder? Das ist die Frau Bost, genau, ja. Genau, ja. Genau richtig. Du bist schon bekannt wie ein bunter Hund. Hallo, David. Marile. Ja. Wusste ich. Wie Marille, aber mit langem I. Marile. Ja. Dürfen wir reinkommen? Ich kann auch rausholen, wie ihr wollt. Komm, jetzt wird das Motorrad extra für dich hier rausgeholt. Das ist dein Glückstag. Die Luxusservice. Mhm. Ja, du musst dich auch mal draufsetzen, weißt du? Es muss sich vereinen mit meinem Körper. Das Motorrad muss dich verschlingen. Das verschlingt mich jetzt schon. Ich finde sowieso, Mädels auf so einer Sportler sehen halt immer derbe attraktiv aus. Ja? Ja, wirklich. Mit der Arsch durch den Arsch raus, ne? Ja, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ja, weil der Arsch kommt halt besser zur Geltung. Du hast es gedacht, aber die aus. Ja, ich wollte halt nett sein, ne, Gentleman. Können wir eine kleine Runde fahren? Also du willst jetzt direkt straight eine Probefahrt machen? Ja, oder? Ja, klar, können wir machen. Ich habe letztes Mal Anschluss von meinem Papa bekommen, dass ich mit kurzer Hose gefahren bin. Wirklich? Ja. Als wir Wheelies gemacht haben? Ja. Nein! Ja. Boah, also an der Stelle, Papa Daria, es tut mir leid. Ich passe auf deine Tochter gut auf. Das wird nicht mehr vorkommen, wie du siehst. Wir sind vorbereitet. Ich stecke mit meinem Fuß fest. Ja, vielleicht hättest du die Schuhe ausziehen sollen und... Schaffst du das? Passt, das dauert jetzt noch so 20 Minuten. Ich halte einfach drauf und unterstütze dich mental mit meiner Gedankenkraft. Ich kann mich nicht zusammenreißen, wenn du hier stehst, David. Soll ich mich hinsetzen? Nee. Soll ich die Hose irgendwie ziehen oder so? Oh. Echt jetzt? Wenn die jetzt um die Ecke kommen, die denken sich, was machen die da? So. Sieht gut aus? Ja. Anders. Also für eine Motorradspritze geht das, aber ich muss sagen, die Hose ist echt richtig hässlich. Wie viel Leistung hatten die? 48 PS? Ja. Da frötzelt es auch ein bisschen, ne? Da kommen so Crackles raus. Hast du es gehört? Ja, hab ich puff, gehört. Puff, puff. Jetzt können wir mal einen Beschleunigungstest machen. Okay, bereit? Ich dachte erst, das wird hier so eine langsame Kaffeefahrt, aber der Hobel, der hat Dampf. Jetzt machen wir mal den Check-up und gucken mal, was hier an der Karre nicht nied- und nagelfest ist. Ich würde jetzt als allererstes mal auf die Reifen gucken. Haben die noch genug Profil? Ist noch okay drauf, aber könnte man bald mal neu machen. Da können wir vielleicht attackieren und sagen, hier, Hinterreifen, Enada. Was heißt das überhaupt, Enada? Ich kann kein Spanisch. Perfekt, super, ich auch nicht. Ich kann Chinesisch. Ich hatte mal die ersten 4 Grundschuljahre hatte ich Chinesisch. Was für eine Grundschule warst du bitte? Frag mich nicht. Dung Na Chi Bei Xie Ge Fang Xiang. Das heißt?
Im Norden geht die Sonne auf, im Westen nimmt sie ihren Lauf. Einfach Multitalent, die Frau. Reifen vorne können wir auch checken. Siehst du das? Da ist nicht mehr viel drauf. Also kurz vor, das gibt einen Punkt in Flensburg. Bremsbeläge, die sind auch immer ganz gerne runter. Da können wir mal checken, wie die aussehen. Ja, die müssen auf jeden Fall bald neu. Hier sind auch ein paar Kratzer dran, ne? Also ich würde mal sagen, wir können in die Verhandlung gehen. Ja? Ja, safe, oder? Ich stehe einfach nur hinter dir, ne? Du stehst einfach nur hinter mir, ja. Ich mach das schon. Keine Sorge. Ich bin Profi in dem, was ich tue, glaube ich zumindest. Darf ich noch eine mitfahren? Ausnahmsweise. Okay. Wie sie sich freut. Ja, jetzt hast du offiziell auch die Nachbarschaft hier komplett verärgert. Optimal, genauso macht man das, Daria. Wie ich immer sag, let's fetz. Let's fetz. Da sind wir wieder. Hallo. Marile. Nach dem spaßigen Part der Probefahrt kommt jetzt das Geschäftliche. Kannst du erst den aufmachen, bitte? Den rauchen. Ja, komm, ich mach den auf. Was hattet ihr euch so vorgestellt? Nicht der mobile Preis, sondern eben jetzt der Preis hier familiär erstmal so in die Runde geworfen. 6,5 auf Verhandlungsbasis. Ich würde die Kette auf jeden Fall noch neu machen und dann wird es auch noch TÜV. Ja, also ich würde jetzt mal 5.500 ansetzen. Das ist ein bisschen wenig. 6.000. Ich muss halt sagen, mit neuer Kette und neuen Reifen und 6 glatt wäre ich auf jeden Fall dann zufrieden. Also ich würde sagen, steht zu weit, aber ich würde dir trotzdem heute Abend mal schreiben. Aber verstehe ich. Ist das jetzt so ein halber Deal oder so ein voller Deal? Ich verstehe nicht, was das hier wird, oder? Also wenn ihr voll cool seid, dann macht ihr einen Handschlag und sagt so, okay, komm, für 6, zack, verkauft und dann Pico. Voll spannend irgendwie, oder? Ja, du hast R7, ne? Ich habe die jetzt gar nicht gesehen. Wir haben die ganze Zeit gelabert. Willst du mir auch mal zeigen? Ungelogen, so ein schönes Motorrad und sieht halt aus wie so eine Tausender oder eine R6. Aber du darfst sie legal fahren oder hast du jetzt den offenen? Nee, die ist noch gedrosselt, aber Ende August darf ich sie offen. Dann Knallgas. Ja. Geil. Guten Fang gemacht, ne? Mit einem Mädel mit so einer R7 schon. Ja, ich hab's ja mit der CBR gefangen. Ah, mit der CBR hast du sie gefangen? Mit dem Pokéball? Ja, natürlich. Masterball oder welchen hast du gebraucht? Hm, definitiv ein Masterball. Ein Masterball. Naja, wem gehört die? Das ist meine. Also Mädels, ne, mal ganz kurz. Das Ding hier, Dreizylinder, ein Sound wie aus den göttlichen Hallen des Motorradschmiedgottes. Mach die mal an, die glauben das nicht. Also wenn da der Killer raus ist, Polen offen. Hallo Niklas. Hallo David. Schön, dich zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Digga, ich hab Arschwasser des Todes, wirklich. Es schwitzt in der Ritze. Welche Ritze? Wo? Also ich habe da keine Ritze vorne. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich wollte nicht zu nahe treten. Ich habe da ein Gehänge. Ich glaube, bei mir ist es eben so. Wir wollten hier drauf eigentlich zurück, ne? Genau. Hier steht einfach eine Supermoto. Und zwar meine alte Husqvarna FE501, die ich verkaufen werde. Mit Motomaster Bremsanlage komplett eingetragen, Felgen eingetragen und das ist wirklich das Besondere an diesem Motorrad, mit offener Leistung eingetragen. Das heißt, ihr könnt die legal im Straßenverkehr bewegen, ohne dass ihr Angst haben müsst vor der Polizei. 4.537 Kilometer, 106 Betriebsstunden. Dieses Dekor gibt es gratis dazu, also wirklich babamäßig. Und wenn ihr Interesse an diesem Motorrad habt, dann schreibt an diese E-Mail-Adresse hier. Ich will auch gar nicht so lange über das Bike reden, denn du hast dir ein neues Auto gekauft und zwar ein BMW M2. Willst du mir das gute Stück mal zeigen? Das könnte ich dir zeigen. Ja, okay, komm. Wir fangen von vorne an. Justin hat gesagt, er will schnell zwei vielleicht kaufen. Da dachte ich so, oh, schon geil, ne? Wo liegen die überhaupt preislich? Ich gucke so im Internet so durch und so, geil. Der ist kaputt, nur vorne, geil. Hingefahren, angeguckt, so geil. Nehme ich. Gekauft. Am nächsten Tag haben die mir den angeliefert. Mach Haube auf, wir starten, Motor macht nur klack. Ja, aber sollte man nicht vorher testen, bevor man ein Auto kauft, okay, ob der Motor läuft? So langweilig, hä? Ich so, gut, Motor raus, Getriebe raus, Motor zerlegt. Und jetzt kommt der Punkt dabei. Ich habe nämlich mit Motorenschadensersatzsetzer gesprochen. Der hatte den Fall, dass der Verkäufer mit dem Auto einen Motorschaden hatte. Und das war dem zu teuer. Also hat der einen Kaskoschaden rausgemacht, hat das Ding irgendwo in den Büsch runterrollen lassen, dass der einen Fahrzeugschaden hat und dadurch der Motor auch kaputt gegangen wäre. Also hat er den Fahrzeugschaden plus den Motorschaden über den Kasko abbrechen können, ohne dass er irgendeinen Cent in den Motor reinstecken musste. Versicherungsbetrug wurde hier begangen. Denke ich vielleicht. Alter, was? Lass mal einen Soundcheck machen. Klingt super. Wunderbar. Ich höre den Sechszylinder. Hammer. Das sind vier. So ein Bullshit, Alter. Ich habe zwar wenig Ahnung, aber so verarschen kannst du mich nicht.
Wie viel PS? 370. Ja, das ist richtig. Siehst du? Boah, Alter, ich bin richtig gut, Digga. Ich bin BMW-Experte. Was hat der Competition? 410. Ja. Boah. Boah. Junge, Alter.